Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung aus dem Studio Bremen. Der frühere ökonomische Auftragsmörder John Perkins schildert, wie er im Interesse der USA daran arbeitete, Regierungen von Dritte Weltländern in finanzielle Abhängigkeit zu bringen, um sie so politisch steuerbar zu machen. Dazu habe er ausgewählten Ländern Milliardenkredite der Weltbank oder des Internationalen Währungsfonds für die Infrastruktur des Landes aufgezwungen, die Länder gar nicht oder nur unter großen Belastungen für die Bevölkerung zurückzahlen können. Diese sogenannten Economic Hitmen instrumentalisierten die Überschuldung der Länder und forderten unter Hinweis auf die hohen Schulden Gefälligkeiten, etwa ein bestimmtes Verhalten bei einer kritischen UN-Abstimmung, die Versendung von Truppen in Krisenregionen oder preiswerten Zugang zur Ressource Erdöl. Wer sich den Forderungen widersetzte, musste nicht selten mit seinem Leben bezahlen. Der äquatorianische Präsident James Roldos etwa, der unter ungeklärten Umständen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, sei ermordet worden, so Perkins. Auch Panamas Militärführer Omar Torrijos sei gezielt getötet worden. Der Einsatz von Economic Hitmen trug mit dazu bei, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg ihre politische und wirtschaftliche Vorherrschaft nicht nur durch militärische Interventionen ausweiten konnten. Wen wundern dann noch die häufigen anti-amerikanischen Bemerkungen vieler Länder? Denn schon Jean-Baptiste Mollier sagte: Gewalt findet nie den Weg zum Herzen. Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und machen Sie unseren Sender in Ihrem Umfeld bekannt, dass die wichtigen Informationen überall hingelangen. Auf Wiedersehen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.